So, jetzt kommt wieder die Abteilung, wer übt, fliegt raus. Ich hab so eine Null. Aber es wird mir nichts helfen. Was
weiß nicht, was die haben. Psychologische Probleme. Ja, nein, ich habe es ja eingangs gesagt. Und dann möchte ich gerne mit der Prostituiertenabteilung beginnen. Ja, also wenn es ernsthaft würde, dann würde der Eintritt ja nicht genügen, aber... Rückt eure Hintern zurecht, spannt euch ein wenig und ich versuche dasselbe da draußen. Ich bin gleich wieder zurück, ich habe ganz einen operierten Darm, der ist noch so lang. So, jetzt kommt die Inkontinenzabteilung, hatten Sie bereits. Jetzt kommt die Frauenabteilung. Ich habe nur meine Prothese geortet. So, jetzt wird's heavy. Andre, könnte ich eine Mischung haben? Nachts, gleich wie morgen, gegen die Tür, gebückt, ohne zu öffnen, Vögel, sei still, betret nicht das Haus deines Vaters, auf das wir entschuldigen mögen, dem ewigen Armen, ab leise alles schlecht. Der Richtige wohnt oben im Himmel und hat keine Zeit. Bald kratzen die Vögel über die Winde und breiten die Federn über dein Bett. Verzeih, gehe, alles schläft. Lustig, ja? So, jetzt wird's lustig. Ich sehe, das sehe ich, wenn der Alkohol naht, das sehe ich sofort. Das ist, ich weiß nicht, kann einer, ich sehe nichts, ich sehe von euch gerade mal so. Aber wenn da irgendwie so Glas schimmert auf dem Wege zu mir. Also so schnell kommt hier, also wirklich, ich weiß nicht, beim Ding, wie heißt das, immer das Schießen da, wo die immer so schießen und dann müssen sie noch mit den Skifahren laufen und dann müssen sie, wie heißt das? Biathlon. Nein, mit dem Schießen. Ja, ja. Biathlon. Ja, weil hupfen müssen sie nicht, sonst wäre es ein Triathlon. Also. Yeah.